Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ja, wir haben in dieser Folge, also wir beginnen erstmal mit einem Auftrag und zwar Monster im Wald. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo wir eigentlich hin müssen. Ich glaube, das war gar nicht so weit entfernt. Das heißt, wir könnten hier theoretisch mal eben zu Fuß rüber. Moment mal! Das wäre, glaube ich, auch ganz gut, wenn wir zu Fuß rübergehen, weil wenn ich hier mit Plötze vorbeitrotte. Entschuldigung, junge Dame, ich wollte sie nicht ins Wasser stoßen. Wir machen mit den Hexen kurzen Prozess. Und dann bist du dran. Keine Sorge. Kannst mich mal. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Ich muss aber mit dir reden, oder nicht? Moment, nee, du bist ein Hexenjäger. Ach so, du bist der Hauptmann. Hm, was willst du? Ich bin wegen der Nachricht hier. Gibt es ein Monsterproblem? Problem? Sehr hübsch. Wir haben kein Problem. Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße. Da sitzt irgendein verficktes Ich-weiß-nicht-was im Wald und greift jeden beschissenen Transport an, der es wagt, die Hauptstraße zu benutzen. Wir haben bald keine Bolzen mehr, keine Pfeile, keine Rationen. Wir sind am Arsch! Wir haben eine Patrouille losgeschickt, aber die ist nicht wiedergekommen. Es ist also ganz einfach. Bring mir den Kopf dieses Scheißviehs und ich gebe dir so viel Gold, wie in der Nachricht steht. Ich falsche nicht. Der Quartiermeister lässt sich nicht umstimmen. Aber ich kann einen Passierschein über den Ponta drauflegen. Was sagst du? Top? Klingt angemessen. Mal sehen, was ich tun kann. Wofür Passierschein? Ich meine, hallo? Wir brauchen keinen Passierschein. So, die Frage ist jetzt, da ist das Monster. Würde ich sagen, ich gehe mal zum Scheideweg und reite dann mal dahin und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir. Oh, nein, halt. Hallo. Du solltest das nur aufnehmen. Mehr solltest du gar nicht. Ah, Ghule. Okay. Hallo, mach doch mal was. Was war das denn? Wieso hat er erst gar nichts gemacht? Ich verstehe es nicht. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Hallo. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Sagt er das jetzt bei jedem? Sieht nach Klauenspuren aus. Aber hier... Ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Okay. Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Mhm. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Okay, aber hier muss doch noch irgendwas sein. Untersuche den Schauplatz des Angriffs mit Hilfe deiner Hexersinne. Aber ich sehe sonst nichts mehr. Das ist auch gelb, das hatten wir schon. Weil die hatten wir jetzt alle schon. Hier, Moment, hier ist was. Fußspuren. Ein Überlebender? Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Fußspuren in die Richtung. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Da. Kommen wir jetzt an den Monstern vorbei? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Tja, was heißt ein wenig umsehen? Die Extrasinne zeigen mir hier nichts mehr. Ich meine, die Viecher, die könnte ich jetzt machen, klar, aber... Die meint er anscheinend auch. Nein, hallo. Thank you.
zu bieten hast. Hallo, wieso geht das immer wieder an? Oh. Willst du mich veräppeln? Ich bin überhaupt nicht auf die Tasse raufgekommen. Was mich aber irritiert, Geralt, seit wann läufst du ohne Schuhe rum? Als ich das letzte Mal gespeichert habe, hatte ich noch Schuhe. Und jetzt auf einmal habe ich keine mehr. Ich bin irritiert irgendwie. Wir sollen uns hier irgendwo umsehen, ne? Die Frage ist, wonach suchen wir? Ah, hier geht's weiter. Einen Schritt weiter und du kriegst noch ein Loch in den Kopf, Deine. Was willst du hier? Rede! Ich gehe nur spazieren, genau. Ich muss mit eurem Kommandanten reden. Es ist wichtig. Ich traue dir nicht. Das dachte ich mir schon, als ich deinen Bogen auf mich gerichtet sah. Du hast mich doch im Blick. Und ich neige nicht zu Dummheiten. Da kann ich dich beruhigen. Ich bin beruhigt, wenn du mir deine Waffen gibst. Los, deine Schwerter. Lass sie fallen, dann bringe ich dich zu Vernossiel. Kriege ich die dann wieder? Finde ich nicht gut. Finde ich echt nicht gut. Das Problem ist, wenn ich sage, damit bin ich nicht einverstanden, wird er mich wahrscheinlich angreifen. Das ist wahrscheinlich das Dümmste, was ich jetzt machen kann, aber ich versuche es trotzdem mal. Gut, geh voran. Was gern? Seltsam. Wir haben hier gar keine Monster. Ihr vielleicht nicht, aber die Redanier sind überzeugt, dass etwas in diesen Wäldern haust. Sie haben mich angeheuert, es zu töten. Na, dann irren sie sich eben. Wäre nicht das erste Mal. Hier gibt es kein Monster. Deine Arbeit ist getan. Das ist kein Spiel. Es sind Menschen gestorben. Es sind Soldaten gestorben. Soldaten von Radovid, der die Enseide vom Großen Meer bis zu den Blauen Bergen terrorisiert. Soldaten, die Massaker anrichten, unsere Brüder foltern, unsere Schwestern vergewaltigen. Um die weine ich nicht. Und wir werden diese Transporte weiter angreifen. Wir müssen essen, wie du. Es ist also deine Entscheidung. Geh jetzt und vergiss, was du gesehen hast, oder stirb. Ja, im Endeffekt sind das gewöhnliche Banditen, ja. Aber ich habe jetzt keine Waffen, das ist das Problem. Diese Aura moralischer Überlegenheit, ermüdend und falsch. Ihr seid gewöhnliche Banditen. Tatsächlich? Dann behandeln wir dich auch wie gewöhnliche Banditen. Die wird dir was gern. Nein, nein, halt. Darf ich ja mal was drücken? Ich hab doch gesagt, ich hätte nicht die Waffen ablegen sollen. Oh, scheiße. Du sollst ausweichen, Mann, Geralt. Echt jetzt. Und du sollst was essen, vor allen Dingen. Kann der sich jetzt mal bewegen? Ich sehe hier nichts. Mann. Ich werde die wieder bei den Waffen ablegen. Ich wusste, dass das so enden wird. Aber ich bin ganz ehrlich, ich wollte auch mal wissen, ob wir so tatsächlich auch weiterkommen werden. Ja, also ob wir dann wieder in unsere Waffen kommen und ob wir das so schaffen können und alles. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oh ja, irgendwas mit Zwergenschnaps stand auch noch drin.
Sehr geil. Auch wenn es im Moment ein bisschen komisch ist, irgendwie mit ihm zu spielen. Seitdem er seine Schuhe verloren hat, habe ich das Gefühl, dass er nicht mehr so richtig kämpfen kann. Sammle Eichhörnchenschwänze als Beweisstücke. Was bitte? Wollt ihr mich verarschen? Eichhörnchenschwänze, wo soll ich die denn herbekommen? Achso, da. Nee. Das ist Feuer. Ich hoffe, ich verbrenne mich jetzt nicht. Ach, hier. Ah, Gott. Okay. Oje, oje. Heute ist wirklich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Achso, warum hole ich Plötze eigentlich? Wir müssen doch sowieso... wo ist denn der Fall jetzt hin? Ach, da oben. Wir müssen ja sowieso dahin porten. Ja, aber ich verstehe trotzdem immer noch nicht, warum wir eigentlich ohne Schuhe sind. Also in der letzten Folge hatte ich noch ganz normal Schuhe und auf einmal bin ich heute aufgewacht, hab das Spiel gestartet und hab keine Schuhe mehr. Ich meine, was soll das? Geralt, bist... Ach, Moment. Ja, wir hatten doch so ein kleines Stell-Dich-Ein in der letzten Folge. Haben wir da unsere Schuhe verloren? Ernsthaft? Ich meine, Geralt, kann natürlich sein, dass du einfach nur rumlaufen möchtest, weil barfuß sich angenehmer anfühlt, aber haben wir da unsere Schuhe verloren? Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie drangekriegt? Es war keine Bestie im Wald. Nur Elfen von einer Bande Skoyatel, die über die Transporter hergefallen sind. Hier, ihre Eichhörnchenschweife. Skoyatel, sagst du? Und ich dachte, wir hätten dieses Pack endgültig ausgerottet. Und dass die übrigen Anderlinge zu Verstand gekommen wären. Tja. Offenbar müssen wir sie nochmal beruhigen. Eine Liste aller Langohren im Umkreis erstellen und dann jeden Zehnten aufknüpfen. Das müsste reichen. Ja, ganz bestimmt. Ich sehe, wir verstehen uns. Du bist ein guter Mann. Hier, das versprochene Gold und der Passierschein. Viel Glück. 30 Kronen, wollt ihr mich verarschen? Alle Hexen, die einfach zu kriegen waren, sind schon verbrannt. Und ich könnte eine schnelle Nummer... Ja, eine schnelle Nummer war das jetzt auch gerade. okay. Hauptquest können wir jetzt so nicht wirklich weitermachen. Nebenquests haben wir denn da... Wir hätten theoretisch noch das Rennen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob wir das überhaupt hinkriegen. Aber ich meine, gut, da können wir ja trotzdem mal als Nebenquest hingehen. Das gibt bestimmt auch XP. Schauen wir mal eben, wo wir dann hin müssen. Ich sollte übrigens öfter unten links auf die Karte sehen. Fällt mir gerade so auf. Wie sind wir denn da? Ja, ich würde sagen, von da aus sind wir vielleicht... also eigentlich sind wir von beiden Seiten. Eigentlich sind wir von beiden Seiten nicht besonders schnell. Ich reite mal eben hin, wenn Plötze denn mal kommt. Hallo, Plötzchen. Und wir sehen uns gleich drüben. Bis gleich. Also schön. Wer will noch teilnehmen? Langsamer. Ja, langsam. Nicht dran vorbeireiten. Muss ich mit dir reden? Ja, oder? Kann man mit dir reden? Weiter so, Plätze. Nein, halt, bleib doch mal stehen. Oh Gott, dann geh halt da runter. Mensch. So. Können wir reden? Ja, solange du dich kurz fasst. Ich plappere nicht zum Spaß. Ich heiße Radko und richte hier die Pferderennen aus. Davon musst du gehört haben. Willst du mitmachen, sag Bescheid. Willst du nicht, schieb ab. Nein, eigentlich möchte ich nicht, aber wir machen das mal. Trag mich ein. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Wie viel? Ah, da bist du ja endlich. Die Regeln sind ganz einfach. Such dir aus, gegen wen du antreten willst, mach deinen Einsatz, reite nach Schwarzzweig und zurück. Der erste ist der Sieger, der zweite ein verfickter Niemand. Kapiert, gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bogdan? Ich denke mal, der erste ist der einfachste, oder? Nein, ich möchte nicht viel einsetzen. Ich nehme Stotter Matko. Du wirst schon sehen. Ach, drauf geschissen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Oh Gott, das kann ich nur verlieren. Los, los. Komm, Plätze, lauf.
Hallo, Blitze. Du sollst eigentlich selber die Linie machen. Oh, jetzt blockiert der mich nicht ernsthaft, oder? Hallo. Ich kann nicht reiten. Ja, toll. Oh, zeig mir bloß nicht an, dass es dann Wechsel gibt. Hallo, Blitze. Was ist los? Wieso reitet Blitze nicht? Also läuft. Reiten muss ich ja, aber... Der bleibt mittendrin einfach immer stehen, obwohl ich weiter die Taste gedrückt habe. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Ich hätte einen höheren Wetteinsatz machen sollen. Ich habe jetzt $2 verdient. Ja, geil. Aber okay. Ich meine, dann haben wir das zumindest mal gemacht. Jetzt sind aber, jetzt ist das wahrscheinlich immer noch drin. Sammle sie alle. Achso, das waren die Gwyn-Karten. Okay, das würde jetzt zu lange dauern für die eine Folge. Was haben wir denn hier noch? Das sind alles sehr hohe Level. Und viel Punkte hat uns das nebenbei bemerkt auch nicht gebracht jetzt. Also für die Stufe. 10 ist das niedrigste. Um in der Gegend um Mittelheim beschloss Geralt, sich umzusehen und daraus zu finden, ob nicht jemand einen Hexer brauche. Dies war tatsächlich der Fall an ein Anschlagbrett, das eine Belohnung auf ein Monster namens Hannah aus den Wäldern ausgesetzt war. Geralt beschloss, sich der Sache anzunehmen. Ist jetzt das Einzige, obwohl, Moment, Kreischling. Sie hatten die Bestie eine Folge Kreischling gegeben. Sie setzte ihnen dermaßen zu, dass sie beschlossen hatten, einen Hexer zu bezahlen. Nee, dann würde ich sagen, machen wir doch das, weil das ist jetzt genau unser Level. Wir sind hier zwar sehr schnell unterlevelt, das ist mir auch schon sehr oft aufgefallen. Ach, das ist direkt hier vorne. Ah, dann gehen wir doch mal dahin. Was faselst du da? So, bevor wir jetzt aber da reingehen, fällt mir gerade ein, wir müssen mal gucken, was mit unserem Inventar ist. Ich verstehe nicht, warum wir keine Schuhe mehr anhaben. Das war, glaube ich, das, was wir immer anhatten, oder? Plus 12, plus 15. Ja, das waren, glaube ich, die, die wir mal anhatten. Oh, du hast wieder Schuhe an, Junge. Ey, das kann ja nicht sein. Plus 14. Ach, der hat doch keine Handschuhe mehr an. Wieso hat der keine Handschuhe mehr an? Hä? Hat ja quasi gar nichts mehr an, wenn man so will. Plus 9, plus 10, aber da haben wir noch Giftresistenz mit dabei. Ich würde sagen, dass wir die dann anziehen. Ich bin gerade am gucken. Moment, thermische Handschuhe, die gehörten ja eigentlich dazu, ne? Aber es bringt nichts, wenn wir da mehr von anziehen. Dann haben wir jetzt nicht einen höheren Bonus oder so, so wie es aussieht. Dann haben wir die Stahlwaffe. Wieso minus 1? Moment, was? Wieso habe ich kein Silberschwert drin? Hä? Leute? Willst du mich veräppeln? Das ist alles nicht gut. Ich würde sagen, das anstelle, weil die hatte jetzt gar nichts hier rechts, die Stahlwaffe, ne? Gewöhnliche. Wieso ist das hier alles zurückgesetzt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wir haben doch mit so guten Waffen die ganze Zeit gekämpft. Kritischer Trefferbonus. Ich nehme das jetzt mal als Stahlwaffe. Ich verstehe es wirklich nicht. Und wir haben ja auch die guten Sachen angehabt und alles. Das wäre jetzt durch Bohrung, Resistenz und so weiter. Ah, gut. Das ist vielleicht nicht unbedingt. Aber
Ja. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe nicht, warum die Sachen nicht mehr angezogen sind. Ich werde jetzt vorsichtshalber nochmal eben schnell speichern. So. Nee, warte mal. Wir müssen mit dem hier vorne sprechen, ne? Grüß dich. Ja? Ja. Ich hörte, ihr habt ein Problem. Ein Monster namens Kreischling. Ja, das ist hier unterwegs. Holt sich Kühe und Ziegen. Verschmäht aber auch Menschen nicht, wenn es ihnen begegnet. Borsoi, Jäger unter dem alten Herrn, wollte es erliegen. Schluss mit lustig, hat er gesagt. Er würde dem Vieh den Garaus machen. Er nahm ein Beil und legte sich hinter dem Graben am Rand der Felder auf die Lauer. Da fanden wir ihn. Seine Gedärme wie Spinnweben über eine Baumkrone drapiert. Hat einen halben Tag gedauert, alles einzusammeln, um's zu beerdigen. Die Belohnung ist mir zu niedrig, ja. Können wir ja mal versuchen. Ich weiß, die Zeiten sind hart, aber ihr müsstet schon ein bisschen was drauflegen. Das hier kann ich wohl drauflegen. Du willst dir deinen Hals für uns riskieren. Genau. Wird auch Zeit, dass ein Profi sich den Kreischling anschaut. Könnte hier jemand noch mehr über das Biest wissen? Orsois Sohn Simko vielleicht. Er hat das mit eigenen Augen gesehen. Aber könnte schwierig sein, sich mit ihm zu unterhalten. Ich glaube, er trauert noch. Verstehe. Wo finde ich ihn? Irgendwo in meinem Anwesen. Ich habe ihn aufgenommen, als er seinen Vater verloren hat. Die Mutter ist schon lange tot. Okay. Im Anwesen, weil es sieht eher aus, als ob das dahinter ist. Ist aber nicht schlimm, weil ich so nämlich noch ein paar Sachen mitnehmen kann. Okay. Ich meine, ich habe zwar schon so ein bisschen gefälscht, aber das ist mir immer noch nicht so ganz genug. Hallöchen. Bist du das? Ich wollte nur mal eben ein paar Sachen klauen und dann wollte ich... nee, das ist der aber, glaube ich, auch nicht. Dann wollte ich schon wieder gehen. Wieso komme ich da oben nicht ran? Hallo? Das habe ich doch ganz eindeutig noch nicht angenommen, ihr Blödmänner. Na gut. Dann gehe ich halt draußen. Mal schauen. Hallo Ziege. Hallo viele Ziegen. Ach, da bist du. Können wir reden? Lass mich. Beruhige dich. Ich will nur... Geh, sag ich. Ich will deinen Vater rächen. Aber dazu muss ich wissen, was ihn getötet hat. Der Kreischling war's. Weißt du das nicht? Der Name sagt mir nicht viel. Beschreib mir das Biest. Sag mir, wie es aussieht. Wie ein Gockel, aber riesig und mit Eidechsenschwanz. Ich hab gehört, wie unser Hund im Wald gebellt hat. Ich bin hingelaufen, um nachzusehen. Und da war Papa in den Büschen mit einem Loch im Bauch. Und er stöhnte und schrie. Ich wollte helfen, aber wie? Ruhig. Ruhig. Pass auf dich auf. Ja, Ziege, ich bin ein bisschen geschädigt von Gohut, also bitte nicht mich umlaufen. Gut, wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier hin. Ja, dann porte ich mal kurz hier hin. So, Plötze lasse ich mal lieber hier. Die Schnauze ist blutig. Es hat nicht kampflos aufgegeben. Das ist auf jeden Fall immer gut. Die Spur wird unregelmäßig. Das Monster ist ins Stolpern gekommen. Vermutlich ist es verwundet. Haben wir ja noch was? Ich sehe nichts Rotes. Da ist noch was zum Einsammeln. Das können wir auf jeden Fall noch kurz mitnehmen, aber ich sehe hier gerade
Oder ist das vielleicht Richtung Wasser? Moment, da? Ach, da sind Spuren. Aha. Halt, da ist noch was? Nee, das war der Hund wieder. Okay. Blut. Monsterblut. Ja. Frage ist, denke mal, der ist hier rumgelaufen, oder? Dann ins Wasser rein. Ach, da hinten. Ach so. Ich dachte, das kann man untersuchen. Na gut. Da war noch gerade noch da. Er hat doch kleine Scheißhäufchen hier reingemacht, so wie es aussieht. Die Spuren führen zur Höhle. Eine Gorgo. Eine Gorgo. Was auch immer eine Gorgo ist. Ja, wir schauen mal nach. Gorgo. So, 8 Kühe hatte ich. 5 davon Milchkühe. Dann kam diese Gorgo vorbei. Sieht ja auch nicht besonders nett aus. Und jetzt habe ich nur noch ein paar Kuhfladen, die in der Sonne trocknen. Besagt, dass Gorgos wie Basilisken nur mit ihr... Oh, nur alleine mit ihrem Blick töten können. Das ist natürlich Unfug. Achso, ich dachte schon. Der Blick einer Gorgo ist nicht gefährlicher als der einer wütenden Gans. Vor ihrem scharfen Schnabel und den tödlichen Peitschenhieben mit dem langen Schwanz sollte man sich allerdings in Acht nehmen. Okay. Wirksam im Kampf. Ich kann es gerade nicht sehen. Art, Drakonienöl und Kartätsche als Bombe. Art, Drakonienöl und Kartätsche. Art. Ach, die Druckwelle. So. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich speichere mal lieber vorsichtshalber ab und dann... werden wir mal fröhlich sterben. Kann man die Feder eigentlich mitnehmen hier, die ich gerade gesehen habe? Nee, schade. So, ich bin da ziemlich tief drin. Das Geräusch kommt von da oben. Ja, das stimmt. Es hat sich in der Höhle versteckt und wird nicht rauskommen. Eine Bombe sollte es aufscheuchen. Moment, ich muss erstmal kurz hier das Geld von den Leuten einsammeln. So. Das war vielleicht nicht so günstig. Scheint die aber auch nicht wirklich rauszulocken. Ich meine, ich habe ja eigentlich voll getroffen. Ja, jetzt habe ich natürlich nichts mehr. Oder muss ich jetzt speziell die Bombe haben, die ich für das Viech brauche? Das kann natürlich auch sein. Klossar, wie hieß das denn nochmal? Kartätsche Bombe. Das waren dann die, die ich schon drin hatte, oder? Ach, so gehe ich hier mal wieder raus. Die hier. Genau. Nein. Ah, Gott. Es nicht hier. Es muss durch einen anderen Ausgang geflüchtet sein. Ja, toll. Ich muss es aufspüren, bevor es entwischt. Da ist es. Da ist es. Diesmal wird es nicht entkommen. Bleib stehen, du räudige Bestie.
Wenn ich Blitze rufe, dann ist das sowieso egal. Blitze braucht immer 3 Jahre, bis es da ist. Bis er da ist. Komm runter, du räudiges Viech. Na komm, Fresschen. Das jetzt, du Stück Dreck. Was jetzt? Der Angriff der Bestie bringt dich zum Bluten. Die Blutung hält einige Zeit an. Ja, weich bloß nicht aus. Ehrlich. Ich sehe auch nicht, wo ich dran bin. Ob ich vorne oder hinten dran bin. Oh, komm. Ich wollte gerade das Zeichen wirken, was ich die ganze Zeit vergessen habe. Komm schon. Ja, lauf doch mal dahin, Mann. Sehr schön. Kriege ich deinen Kopf? Ja. Der nächste Kopf, der an Plötze gebunden wird. Oder hat der... Nee, der ist ausgetauscht worden, ne? Der alte liegt aber jetzt nicht hier. Also wo der alte jetzt Kopf jetzt ist, weiß ich nicht. Aber egal. Gut. Sehr schön. War ein bisschen holprig, weil der das nicht so ganz angenommen hat. Jedes Mal, wenn ich auf die Bombe nämlich gedrückt habe, dass ich zielen wollte, hat er das nicht gemacht. Also ich weiß nicht warum, keine Ahnung, aber zum Glück hat es ja jetzt endlich funktioniert. So, dann holen wir uns mal eben unsere Belohnung ab. Ja, nicht so durchbrechen bitte. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen. Grüß dich. Ja? Nix ja. Der Kreischling macht euch keinen Ärger mehr. Danke, Meister Hexer. Deine Belohnung. Viel ist es nicht. Aber wie sagt man? Wer den Pfennig nicht ehrt... Oh, ich hasse solche Entscheidungen. Ja, aber der ich brauche ja das Geld. Ich meine, Simku habe ich ja jetzt so ein bisschen ruhig gestellt. Ich hoffe, dass der jetzt besser wieder zurechtkommt und, ne? Danke. Wenn ihr wieder mal Probleme habt, denkt an mich. Ich meine, das war sehr schön, die nächste Stufe. Sag mal, geh von meinem Pferd weg. Hallo? Lass Plötze in Ruhe hier, so, sonst haue ich dich platt. Na gut, 240 Kronen haben wir erhalten. Das ist sehr schön. Halt doch mal die Klappe, ich wollte gerade abmoderieren. So, ich würde sagen, es war zwar ein bisschen holprig eben, weil, wie gesagt, also es hat irgendwie nicht funktioniert. Dann habe ich gedacht, ob ich doch die falsche Taste drücke, habe dann noch eine andere probiert. Und das hat dann natürlich nicht funktioniert, weil ich ja die richtige Taste gedrückt habe. Ich habe aber auch nicht gecheckt, dass der automatisch die richtige Bombe da reingetan hatte. Beziehungsweise... Ja, dass dieses Viech halt wirklich nur auf diese Bombe reagiert. Ich dachte, man könnte theoretisch jede Bombe nehmen. Das hat wohl nicht funktioniert, sondern wir mussten tatsächlich die Bombe benutzen, die halt eben gegen diesen, ich weiß nicht mehr, wie das Viech jetzt hieß, gut funktioniert. Fürs nächste Mal weiß ich Bescheid und damit dann auch mein Stichwort. Wir beenden die heutige Folge und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.